Hallöchen Leute, herzlich willkommen wieder bei Borderlands 2. Und ich kämpfe gegen den fucking Doktor. Und der, ich kann irgendwie ihn nicht besiegen. Ich glaube, bin ich immer noch zu schwach. Meine Waffen sind zu schwach. Oder kann ich so machen? Oh. Zum Teufel mit dem ersten Gesetz. Machen wir so. Jawohl. Okay. Wenn ich Leute mit E-Tech-Schusswunden behandeln soll, brauche ich viel mehr so. So, jetzt brauchen wir E-Tech-Waffe, weil Mission ist, muss mehr killen. Mit E-Tech-Waffe. Ich habe Verletzungen für Übungszwecke. Warum probierst du Doc Mercys E-Tech-Waffe nicht an hiesigen Banditen aus? So, komm. Komm, na komm. So. Und es sieht aus, als ob es da draußen jede Menge E-Tech-Waffen für dich gibt. Blaster-Rifles, Plasma-Kanonen, Railguns. Klingt wunderbar gefährlich. Wunderbar gefährlich, geil. Dankeschön. Für die Information. So. Aber was ich will jetzt machen, haben wir ein Level abbekommen. Und jetzt können wir ausrüsten was. Das nehme ich auch an. So. Aha, der braucht ein bisschen mehr. Hier ist gar nichts, okay. Ich habe gedacht, was wäre hier, aber nein, ist leider nicht da. So. Nächste Mission ist hier. Das also so bauen wir. Aha. Aber gibt's hier keine Umgebungsmission oder so? Da ist Mission. Ich will Karte. Aha, okay. Wir müssen da gehen. Ah ja, das wird mit dieser Assassin, glaube ich. Open mit einer Pistole. Okay. Wer will tot sein, Leute? So.
Oh ja. Es ist ein bisschen dunkel. Wo sind wir? Der Bass. Wo? Aha. Geld, money, money, money. Oh, hier ja, aber auch meine. Halt. Jetzt. Was? Was willst du, du Hund? Warte, der kommt gleich, Hund. Ja, jetzt bist du tot, gell? Jetzt bist du Scholz. So. Und runter, yay! Ich liebe dein Spiel, weil... Sag ich euch, ich renne irgendwie in dieses Spiel so... Nicht so viel wie anderes Spiel, so Survival Game. Weil hier muss er irgendwie voll konzentrieren auf das Spiel. Immer diesen Shooter, ich weiß nicht. Das ist am wenigsten. Ja, manchmal ist das leichter Spiel, an mir ist ein bisschen schwieriger. Verleihen. So. Gut. Was mir Augen fällt. Mir gefällt alles, was du verkaufst. Man verpasst alles. Warte mal. Nein, das brauche ich nicht. Das will ich. Okay. Geld. Geld. Oh. Geld. Money. Money, Geld. Geld. Oh. Geld. Geld, Geld, Geld. Und alle für mich. Ich glaube, das war eine blöde Idee. Sau blöde.
Ja, yeah, noch zwei Kills, dann habe ich. Nachdem ich gesehen habe, wie du die Banditen mit dieser E-Tech-Waffe wegpustest, lautet mein fundiertes medizinisches Urteil: E-Tech ist einfach der Hammer. Komm zurück. Ja. Das Schrotflinte mit Feuer. Es ist schwer. Ah ja, die macht nur 3 Schuss, aber dafür. Warte, mach wie viel. Normal bei Schrotflinte muss man das berechnen, wie viel macht die Schaden. Immer mal 3. Eingesamt mache ich immer so. 200. Macht fast 3. Aber nicht viel macht auch nicht so viel Schaden. Was? Nein! Ach du Scheiße. Okay, das ist es. Und hier machen wir. Irgendwie, wie viel Pistol müssen wir den killen? Irgendwie weiß ich nicht, welche. Die, diese 30 Schaden macht. 30 Feuer. Nur eine habe ich mit Feuer. Die macht 50. Nimm ich die. Mir scheißegal. Ja, hab ich gewusst. Explodieren. Wir sind im Volt. Muss mir aufpassen. Hier, komm jetzt. Wow! Der macht übertrieben viel Schaden, meine Presse. Ich muss kurz mich heilen. Warte Leute, sollte aber ich muss jetzt das machen. Weil das mich nervt, gewaltet nicht das. Audio ist ja gut, Gameplay ist gut, Grafik genau. Viel heller. Oh, das ist besser sehen. Wo steckst du? Chip, 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 chip. Der hockt da. Ja, voll. Na schön, ihr hirnlosen Knarrenträger. Eure Suche gilt einer heißen Braut mit blauen Tattoos und geheimnisvollen Kräften. Eine Sirene also. Ihr Name ist Lilith. Offiziellen Berichten zufolge starb sie in New Haven. Aber ich bin überzeugt, dass sie sich in der Nähe von Sanctuary verkrochen hat. Wenn ihr sie seht und mir davon berichtet, mache ich euch so reich, dass ihr euch eine große Villa bauen könnt. Aus anderen... Okay. So Leute, ich würde sagen, für diese Folge, das war's. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.